So, da sind wir bei LSD Dream Emulator Variates mit Tag Nummer 23. Oh, statischer Traum. Sehr schön. Oder auch nicht. Jetzt wisst ihr Bescheid, was abgeht. Das war Tag Nummer 23. Sehr interessanter Traum. Ja. LSD. Könnte auch eine Werbung dafür sein. Gut, das war ein bisschen Downer. Ja, es war schon ein bisschen Downer, da ich gar nichts machen durfte. Moment mal, nochmal Tag 23. Ich bin verwirrt. Ich habe ein Déjà-vu. Muss man nicht verstehen. Wir machen einfach nochmal Tag 23. Von mir aus. Die erste Hälfte war nur aus dem Fenster gucken und jetzt geht's richtig los. Oder auch nicht? Ah doch, natürlich. Hey Ladies, was läuft bei euch da heute Abend? Was, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme beide. Ich führe beide aus. Wow. Okay, das ist abgefuckt. Tun einem ja die Augen weh. Du Scheiße. Sieht jetzt die komplette Welt so aus? Jesus Christ, ich renn mal da wieder zur japanischen Gameshow rein. Oh, was die für eine Tapete gewählt haben für heute. Für diesen wunderbaren Tag. Wenn ich jemals dort ankommen sollte, es ist ein weiter Weg, ist ein weiter Weg. Die hätten einen Sessellift installieren sollen. Okay, hier sieht es relativ normal aus. Auch keine creepy, fummeligen alten Männer im grauen Mantel, die hier rumschweben. Er hat zwar Riesenfüße, aber das ist jetzt nicht mehr so ungewöhnlich. Da ist ein Boot. Kann man nah an das Boot ran. Aber wahrscheinlich werde ich... Wahrscheinlich kann ich... Gambo! Was zur Hölle? Du hast ein Boot? Der hat mich noch nie auf sein Boot eingeladen. Ein bisschen beleidigt mich ja schon. Okay, ist Gambos Boot. Gut, dann lassen wir Gambo mal entlang segeln. Und ich suche mir irgendwas anderes, was ich befummeln kann. Wo war ich? Ah ja, alte Männer. Genau, also... das war vielleicht eine bescheuerte Überleitung, aber... Der alte Mann ist hier weit und breit nicht zu sehen. Ich frage mich auch, ob der alte Mann nur vielleicht kommt, wenn es ein... bisschen dunklere, düstere Stage ist, wenn... Wenn irgendwie Nebel ist oder ähnliches, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht wirklich darauf geachtet, wann er auftaucht. Ob es total random ist oder ob es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass er auftaucht. Dass man vorbeugen könnte vielleicht. Denn wie gesagt, jede Berührung von ihm heißt kein Flashback. Nicht mehr zurückgehen, man kann diesen Traum nicht nochmal erleben. Wobei natürlich, um ihn nochmal neu zu erleben, müsste man auch erstmal wissen, was man berührt hätte. Von dem her ist es nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Da ist irgendwo der Pfau. Ich gehe den Pfau besuchen. Ich mag den Pfau. Pfau. Oh, kein Pfau. Was soll er? Was hat er mit dem Pfau angestellt? Was hat er getan? Das würde er niemals tun. Na gut. Huch, da geht's da lang. Okay. Ich dachte schon, dass es ohne eine Ladezone ist. Dass man einfach durchlaufen kann, das wäre ziemlich cool. Oh, schau mal, jetzt sind schon zwei. Die haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Jetzt macht es auch Sinn. Nehmen wir die rote, die hatten wir noch nicht.
What? What? Okay. Was genau ist das da oben eigentlich? Ach, das ist ein Mädchen, natürlich. Gleich die Stühle umtreten. Auch voller Arsch sein, den unteren Stuhl wegdappen. Hoho. Das könnte gefährlich werden. Und schmerzhaft. Aber es sind ja nicht meine Zähne, von dem her. Wenn ich schnell genug weglaufe, sieht vielleicht gar keiner, dass ich's war. Ich komme in die Hölle für solche Gedanken, ich weiß es. Von dem her, jetzt ist eh schon zu spät. Jetzt kann man auch noch einen draufsetzen. Okay. Na, da ist doch was. Ich weiß zwar nicht, was genau, was ist das denn? Das ist der Stuhl der Erleuchtung? Der Sitz der Unendlichkeit? Huh. Mal gucken, wo er uns hinführt. Sitz der Unendlichkeit. Jetzt musst du aber auch zeigen, was hinter dem Namen steckt. Oh Gott. Gelber Boden. Ich weiß ja nicht, ob ich damit so zufrieden bin. Hey, Ladies. Die lasse ich jetzt erstmal in Frieden und schaue mich ein bisschen hier um. Das sind interessante Texturen. Okay. Ich glaube, in der Kombination hatten wir es auch noch nicht. Sieht furchtbar aus. Ist doch irgendjemand in der Stadt unterwegs? Irgendwie nicht mehr so wirklich. Wir haben auch Gambo eine Weile nicht mehr getroffen. Der ist auf seinem Boot. Sieht glücklich aus. Der hat wahrscheinlich keinen... Oh Gott, nicht gegen dieses Haus laufen. Der hat wahrscheinlich gar keinen Grund mehr zurückzukommen. Ach, ich geh mal hier in das Wasser. Was soll's. Bisschen erfrischen. Ich weiß, ich krieg man von LSD einen trockenen Mund. Ich glaub's nicht. Trotzdem. Oh Gott. Ich will gar nicht runterschauen. Wo zur Hölle bin ich denn? Okay. Ist das geplant, dass ich hier oben starte? Oh Gott, was? Ich frage einfach nicht. Ich laufe einfach in die Richtung. In der Hoffnung, dass nicht das passiert, was ich denke. Ich sag's jetzt nicht, ich jinx es nicht. Nein, nein, nein. Ich halte meine Klappe. Ich bin schön ruhig. Immer wieder Bandsprüche. Guck mal den Außenbereich nochmal ein bisschen genauer. Du bist ein trauriger Baum. Holy shit. Nicht mal Schindlers Liste war so traurig wie dieser Baum. Aber Trump, guter Film. Okay. Hier ist irgendwie nicht so viel los im hinteren Eck. Ich dachte, hier steht vielleicht noch ein bisschen was rum. Ist was anderes Interessantes, was man irgendwie nochmal einbringen könnte. Ich gehe da lang. Warum auch nicht? Ich glaube, in die Richtung bin ich noch nicht rausgegangen. Schauen wir mal. Da man eh nicht wirklich vorhersehen kann, wo man rauskommt, ist es eigentlich auch relativ. Oh mein Gott, sind das RPG-Maker-Wände? Habt ihr in Lavalampen gebadet? What? Ist hier irgendwo heftiger Sternenkrieg, Mann? Nee, nicht so wirklich, ich sehe gar nichts. Schade, ich dachte, ich kann zu heftigen Beats marschieren oder so. Nope. Albino-Bäume, das ist alles, was ich krieg. Ha, gelogen. Ist ja, wenn man näher ranguckt, wenn man daneben steht, dann sieht man, das alles verarsche. Das sind alles Bullshitter. Ihr seid gar nicht weiß. Du bist sanftes Rosa. Du auch, du ebenfalls. Ich möchte diesen komischen... Was ist das denn? Weiße Vögel. Diesen Hypnostein lecken. Kann ich den Stein lecken? Komm ich da ran? Oh ja, aber es funktioniert nicht. Okay, für alle Leute mit Epilepsie. Das ist kein guter Moment für euch, um auf den Bildschirm zu schauen. Das komplette Spiel ist keine gute Idee für euch. Das tut mir selbst in den Augen schon weh.
stellenweise manche Kombinationen von Untergründen und leuchtendem Wasser, warum auch immer es blinkt, ist dann schon ganz schön stressig. Aber es war ein kleiner Aber zumindest. Ja. Das Date mit den beiden Ladies war dann, glaube ich, doch ein ganz guter Anfang. Gambo haben wir auch noch kurz getroffen. Von dem her, vor allem keine alten Männer. Das ist ja das Schöne an der Sache. Oh, schaut mal, Flashback, da ist es. Die Sache, von der ich die ganze Zeit schon rede, ab hier hat man die Möglichkeit, einen Flashback zu machen, den ich jetzt erstmal nicht machen werde. Wir machen jetzt Tag 24, aber das schauen wir uns vielleicht auch noch irgendwann mal an. Los geht's. Statisch oder darf ich bestimmen, was abgeht? Das ist immer so die erste große Frage. Kann ich überhaupt irgendwas bewirken? Oh Gott, das ist kein guter Anfang. Das ist schon mal kein guter Anfang. Aber seht, es ist dunkel. Das, was ich meine, ist das, was ich beim letzten Mal What? Oh, das ist echt nicht meine Nacht. Das ist echt nicht meine Nacht. Ist es Godzillas Bruder? Wer ist es? What? Keine weiteren Fragen, ich gehe hier lang. Wobei, eigentlich sollte ich den Typen berühren und mal gucken, was passiert. Ist echt eine gute Idee. Man muss total umdenken in dem Spiel. Man sollte nicht weglaufen von solchen Sachen. Man soll eher hingehen und gucken, dass man einen Teil davon abkriegt. Und einfach mal schaut, wo man rauskommt. Das ist halt nicht so, wenn es irgendwie ein Ego-Shooter wäre oder so, dann wäre ich über alle Berge wahrscheinlich, wenn ich das Teil gesehen hätte. Außer wir spielen hier Serious Sam oder so. Dann würde ich wahrscheinlich schon seit einer halben Minute am Rocket-Jumpen sein. Wait, what? Was ist das denn? Das ist alles so weird gerade. Das ist halt, bei dem Spiel ist es halt, oh, holy shit. An dir ist viel zu lieben. Lass mal ran da. Wart mal, was? Aber lass doch mal ran da. Das war doch eine gute Höhe, oder nicht? Lady? Ja, oh ja, oh ja. Jetzt kennen wir schon mal ihre Vorlieben. Wie viele Ausgänge haben wir? Ein, zwei, zwei. Okay, hier lang. Ihr fragt euch sicherlich, Peter, warum hast du diesen Ausgang gewählt? Weil ich keinen Plan habe, was auf der anderen Seite ist. Genauso wenig habe ich einen Plan, was auf der Seite ist. Und das absolut keinen Unterschied macht. Es ist mir scheißegal, wo ich hinlaufe. Ich könnte auch hier dieses Ding berühren. Machen wir es einfach mal. Vielleicht kommen wir in Keksland raus. Oder Trampolinwelt. Wie auch immer. Das sieht mir eher aus wie Trampolinwelt als Keksland. Aber nein. Königreich der Trompeter, wie auch immer man es nennen will. Da, wo König und Könige nichts anderes machen, als den kompletten Tag hin und her tanzen. Dude, what? Was bist du denn? Ist das Raymans Vater? Woher stehe ich hier eigentlich genau? Macht das Teil die Geräusche? Oder das Ding? Das hier. Okay. Interessant. Was für ein Ding war das da gerade, das da oben drauf stand? So, dieses Spiel ist ultra verstörend stellen. Was ist das denn? Ist das ein Auto? Da kann irgendjemand nicht parken. Ey, Auto fahren und nicht parken können, das ist wie kacken und nicht abwischen können. Es geht doch einfach nicht. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich meine, ja, okay, du kannst abwischen, ohne gekackt zu haben, aber es macht keinen Sinn. Genauso wenig macht Sinn zu parken, bevor man irgendwo hingefahren ist. Oh ja, da draußen, schau mal. Haben die gerade gehupt? Wahrscheinlich. Das Kreuzfahrtschiff. Weil ich es erkennen kann, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Vielleicht ist es auch irgendein Kampfschiff, aber ich glaube einfach mal nicht. Mit diesen drei Kaminen, die es dran hatte. Das wäre ein bisschen schlecht zum Kampf, glaube ich. Wobei, wer weiß. Hier ist alles möglich. Mich würde es immer wundern, wenn irgendwann der Froschkönig um die Ecke gesprungen kommt und mich anfängt abzulecken.
Obwohl es eigentlich andersrum ist. Ja, ich weiß, eigentlich muss man den Frosch küssen, aber nein. Was macht man, wenn der Frosch selber die Initiative ergreift? Das habe ich schon als Kind immer gefragt, so. Oh, küss mich, ich bin ein Frosch. Alter, wenn ich ein Frosch wäre, mit den Gedanken eines Menschen, also ich wüsste, dass ich ein Frosch bin und man mich küssen muss, da ich wieder zum Mensch werde. Ich würde aber sowas von den Ladies abchecken. Was wird mir anders übrig bleiben? Da sitzen und warten, bis jemand einen Frosch küsst? Komm schon, wer küsst einen Frosch? Es gibt Leute, die lecken Frösche. Aber aus anderen Gründen. Die wollen keinen Prinz haben. Die wollen vielleicht Prinzenrolle danach. Und du? Oh, what? Oh Gott. Ich glaube, die hat mir gerade meine Seele geklaut. Das war super. Deine Schwester ist echt strange, Mann. Ja, wem sage ich das? Deine Schwester ist echt strange. Wem erzähle ich das eigentlich? Ich dachte, dein Kopf fällt ab. Der hat irgendwie ein bisschen ihren Einsatz verpasst heute. Was für ein stranger Bereich. Lasst uns hier mal verschwinden. Oh. Achso, hier. Na gut, ich dachte schon was Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Aber nein, doch nicht so wirklich. Kommt da irgendwo nur... Ach, da ist er doch. Hallöchen. Warum streckst du uns eigentlich immer den Arsch ins Gesicht, wenn du hochkommst? Ich kann mich daran erinnern, dass er einmal mit dem Gesicht zuerst zu uns hochgekommen ist. Ist das dein Running Gag oder so? Fucking Elefanten haben echt nichts zu tun. Okay. In dem Bereich gibt es nicht viel zu tun. In das Loch sollte ich nicht runterspringen, außer ich will den Traum abbrechen, aber warum? Warum sollte man das tun? Das macht nicht so viel Sinn. Je länger die Träume, desto abgefuckter können sie werden. Also von dem her hat es doch nur Vorteile, je länger es hier geht. Ich meine, irgendwann nach circa 10 Minuten oder so, je nachdem, wacht man ja sowieso auf, aber die Zeit sollte ich nicht vergeuden. Mit durch die Wüste rennen oder so, aber da ja gerade zufällig eine Wüste da ist, wir haben da mal was vorbereitet. Ein bisschen größeren Sandkasten, lass uns doch mal in die Wüste gehen. Ich hätte gern ein Kamel, auf dem ich reiten könnte. Das wäre awesome. Meinen Löwen haben wir schon gesehen. Riesengroße fliegende Zeppelinfische. Hier dieser diamantene Phallus. Ich werde jetzt aber nicht deinen soliden Penis berühren, sondern erstmal in die Richtung weitergehen. Das Straßenschild sagt abstrakt da lang. Ja. Und wir wollen doch alle nach abstrakt. Wir kommen jetzt gerade aus Bizarr und ist noch ein halber Kilometer nach abstrakt. War das Omas Schaukelstuhl oder? Was war das gerade für ein Geräusch? Hallo? Hat doch irgendjemand abgewippt. Wer wippt sich da einen ab? Muss hier irgendjemand boxen kommen? Ich sehe weit und breit aber auch absolut gar nichts. Keine Ahnung, wo das herkam. Gut. Gibt's irgendwas zu sehen eigentlich, außer furchtbarem Bodenbelag, oder? Oh, was zur Hölle ist das? Ah, okay, haben wir schon mal gesehen. Dachte gerade, dieses Gesicht da oben. Ich nenne es mal Gesicht. Es erinnert an ein Gesicht. Mit ein bisschen Fantasie sieht man auch, dass es eins ist. Das ist fliegende Fenster, da waren wir beim letzten Mal am Ende ja schon. Also zumindest hatten wir denselben furchtbaren Bodenbelag. Dieses irgendwie Tron-After-Aid-Gemische. Ach. Oh, Jesus. Sind wir wach geworden. Und das war jetzt nicht wirklich ausfallend. Sehr, sehr, ja, mittig. Nichts Besonderes, was wir da geträumt haben. Tag 25. Lasst uns reinschauen. Vielleicht sehen wir hier irgendwas Tolles. Oder mal wieder eine schöne statische Erfahrung. Nein. Nichts Statisches für mich, aber wir sind seit langem mal wieder hier in dem Häuschen drin. Das sich ein bisschen verändert hat. Kann das sein? Das sieht ein bisschen anders aus. Sonst ging es ja schon immer nach hinten.
Wenn ja, habe ich einfach nicht gut genug aufgepasst. Es tut mir furchtbar leid. Ich höre Vögel. Ich versuche mal da nach hinten zu gehen. Au, komm schon. Ich bin gegen irgendeine Wand gerannt. Okay, hier scheint die Party zu gehen. Ja, aber volle Kanne, was ist das denn? Was zur Hölle seid ihr? Sagt mir, dass ihr... Ihr seid Elefanten-Bros. Ihr seid die Bros von dem anderen fliegenden großen Typ. Wo ist er denn? Ah, da ist er doch. Bist du die Gottheit der Elefanten? Oder sind deine untergebenen Untertanen? Die da angestrollt kommen in einer Geschwindigkeit. Ich nehme den mittleren. Ich habe noch nie den Elefanten berühren können. Jetzt hatte ich mal die Chance. Tja, es kommt mehr. Es kommt mir erschreckend bekannt vor. Muss also runter gucken, dass er auftaucht. So, okay. Wollte mich nur gerade nochmal versichern. Ich glaube, das habe ich die letzten Male auch immer gemacht. Und dann kam er zu 90% nach oben. Oh, Sumo. Alles cool. Ich habe jetzt keine Lust, euch den Daumen zu stolzieren. Irgendeine linksdrehende Milchkultur oder so. Ja, wir haben hier Osterinselköpfe zu berühren. Ganz klar. Das ist kein Spiel. Das ist serious business hier. Oder Trommelkreis, je nachdem. Ich lasse beides gelten. Oh, da ist der Zug wieder. Hier sieht es auch irgendwie immer trostlos aus. So, die ersten paar Tage war es. Oh, okay. Was hat mich denn da zurückgeholt? Bin ich auf dem Kiesel ausgerutscht, oder? Ach, schau mal, neben dem Shift. Da waren wir auch schon. What? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen in einem anderen Bereich rumrennen. Ich habe auch keine Ahnung, was mich da gerade hin und her geportet hat. Na gut, lass uns gegen die Wand laufen. In dem Bereich weiß ich, dass es sehr, sehr großflächig ist, dass es da nicht arg viel zu sehen gibt. Außer es hat sich mittlerweile verändert. Was ja auch nicht auszuschließen ist. Okay, die bisschen buntere Version von dieser Vorstadt oder diesem Hafengebiet hier. Oh, das ist doch... Alter! Gottes Willen! Den Typen haben wir beim letzten Mal schon gesehen, aber dann war plötzlich Krieg. Irgendwann war dann Krieg. Ja. Oh Gott, wo ist er? Was? Warum ist er eigentlich gerade einfach verschwunden? Ich dachte, es wäre einfach nur kurz irgendwie für einen Frame weg gewesen. Nope. Hat sich verzogen. Hat ein bisschen Angst vor uns bekommen. Da wir nicht wissen, wie wir aussehen, könnte es durchaus sein, dass er Angst vor uns hat. Wer weiß. Vielleicht hätte ich auch Angst vor mir in dem Spiel. Hm, Zäune. Maschige Erfahrungen. Hm. Ach du Scheiße. Mitten im... Oh, Löwen. Reha-Löwen. Oh, shit. Hat er mich gefressen? Oh, ja, keinen Scheiß. Der hat mich voll gefressen. Holy Crap. Löwen sind doch gefährlicher, als ich dachte. Das war Tag 25. Nicht so erfolgreich, wie ich es mir erwartet habe, aber was wollen wir machen? Wir gucken beim nächsten Mal Tag 26 an und dann irgendwann auch mal den Flashback. Bis dahin, haut rein.